Hallo Leute und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League Saison 13-14. Wir haben es uns am Ende souverän als Gruppenerster ins Achtelfinale gehievt mit dem FC Schalke 04. Letztes Jahr hat Tottenham uns den Streich gespielt und uns abgeschossen zu Hause, dass wir in der Gruppenphase noch rausflogen damals. Jetzt also die große Revanche im Achtelfinale. Zwei Spiele, einmal in Tottenham in London, einmal in der heimischen Felddienst Arena auf Schalke in Gelsenkirchen. Ich habe taktisch noch ein bisschen was eingestellt, Laufwege ein bisschen angepasst, noch offscreen und ja, dann soll es wohl werden. Wir spielen heute in einem neuen System mit dem 4-1-4-1. Neustädter, einziger Sechser, wie schon so oft, dann aber eine offensive Viererreihe von links nach rechts. Bastos, Draxler, Renato Augusto und Farfán, die sollen das hinten richten und unser einziges Spiel heute, Klaas-Jan Huntelaar mit gefährlichen Bällen füttern. Lennon, Adebayor an die Latte. Glück gehabt hier. Adebayor soll eigentlich eine Sonderbewachung von Roman Neustädter bekommen. Hoffen wir, dass er das hinkriegt. Farfán vorbei an Ekotto. Farfán wird da gelegt und holt den Freischuss raus für unsere Schalker. Also da wurde zwar das erstmal gefährlich über Adebayor. Da hat Neustädter ihn mal aus den Augen gelassen wohl. Jetzt aber Kirchhoff mit dem Freistoß. Es ist Huntelaar. Huntelaar legt zurück auf Augusto. Renato Augusto. Augusto ebenfalls an die Latte. Wow. Hier geht's ja jetzt richtig gut los. Renato Augusto, der Mann der Stunde zurzeit bei uns. Gegen Bayern 3 Tore. Gegen Wolfsburg zuletzt wieder mit einem Torerfolg. Klasse Leistung von ihm zurzeit. Dembélé. Und jetzt geht's doch Schlag auf Schlag. Der nächste Angriff. Mousa Dembélé mit dem 1:0 für Tottenham. Nach Vorarbeit von Luis Hopi, unserem Ex-Schalker. Dembélé, klasse, in die lange Ecke gehauen. Arthur Morales, ja. Muss man ganz klein drauf schauen. Ich weiß nicht, ob er da eine Chance gehabt hätte. Da haben wir Huntelaar vorbei. Hopi, Huntelaar! Quatsch, Hopi legt Huntelaar, sein ehemaliger Teamkollege da im Mittelfeld. 1:0 für Tottenham. Lange wir ein Auswärtstor machen, ist alles gut. Huntelaar nochmal. Draxler kommt nicht dran. Und Dempsey. Nicht zurück auf Lennon. Dempsey. Lennon nochmal. Aaron Lennon mit der Flanke. Moraes ist da. Unser Keeper da im Tor. Arthur Moraes im weißen Trikot. Lang aber nach vorne auf Huntelaar. Genauso ist es richtig. Huntelaar gut rausgelegt auf Michel Bastos. Draxler. Na, er hätte nochmal Bastos schicken sollen. Hören wir das Block gut ab. Und Neustädter. Jawohl. Huntelaar. Renato Augusto oder Farfán. Kommt an Vertonghen, den fast 2 Meter großen Innenverteidiger nicht vorbei. Lennon. Renato ist da. Sehr schön. Jefferson Verfahren gegen Dempsey. Jawohl. Und Augusto. Draxler. Dempsey nochmal. Wieder Adebayor. Raus auf Dembélé. Den Torschützen gegen Büttner. Ja, Büttner konnte ihn wenigstens irritieren, sodass er den Ball verliert. Nochmal Schalke. Augusto. Verfahren. Kommt auch an Ekotto nicht vorbei. Clint Dempsey. Jetzt nicht durch gegen Ushida. Lennon mit der Flanke. Adebayor köpft aber genau auf Draxler. Augusto. Ushida. Lang aber nach vorne auf Verfahren. Aber nicht mit Jan Vertonghen, dem holländischen Innenverteidiger. Lennon lang nach vorne auf Dempsey nochmal. Dempsey gegen Kirchhoff. Dempsey! Flankt scharf vors Tor, aber Arthur Moraes. Der Brasilianer müsste sein. Jawohl, ist da. Ist er Brasilianer? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Draxler nochmal. Bastos. Nochmal Draxler. Ah, kommt auch nicht wieder an den Ball. Wieder Bastos über links schicken müssen. Dann aber nach vorne. Ushida. Jawohl. Hat sich den Platz ja vor Görgi. Garix erobert nochmal Handspiel von Adebayor. Ja, kriegt ihn dagegen. Na gut, Handspiel ist hier irrelevant bei FM im 3D-Spiel. Höhe das mit dem Ball nach vorne. Draxler. Augusto, Huntelaar. Gut weitergeleitet. Huntelaar gegen Vertonghen. Keine Durchschlagskraft bislang vorne. Draxler holt sich den Ball von Adebayor wieder. Bastos. Huntelaar gegen Holpi. Huntelaar ist die Kurve. Genau. Augusto. Jetzt schickt er Verfahren. Jawohl, Verfahren wird da gelegt. Ohne Chance auf den Ball zu haben. Klares Foul, wenn nicht sogar dunkelgelb war das. Verfahren verletzt. Renato, Huntelaar, Draxler. Bastos vorbei an Norton. Michel Bastos, Huntelaar, klasse Reaktion von Lloris. Klasse Angriff, Verfahren kann er nicht viel nachsetzen und der muss jetzt wahrscheinlich raus. Jefferson Verfahren, das war wohl ein ganz klares Foul, hat der Schiedsrichter nicht gegeben. Schauen wir, was hat der gute Jefferson denn? 12 Tage Hüftverletzung, hat er sich da irgendwie falsch auf die Hüfte gelegt, aber gut, müssen wir ihn rausnehmen. Für ihn wird, ja, ganz klar Leon Goretzka ins Spiel kommen. Oder bringen wir einen zusätzlichen Stürmer? Ja, nee, ich glaube, dafür ist die Zeit noch nicht da. Nee, wir bringen Leon Goretzka gleich rein für Verfahren, Halbzeitansprache. Weiß, dass sie es besser können. Nach vorne war noch nicht viel los, ist klar. So, Büttner motivieren. Huntelaar motivieren. Der die Riesenchance hatte per Kopf. Bastos motivieren. Augusto und Draxler auch noch motivieren. So, Bastos kriegt eine Massage. Der ist ein bisschen K.O. Kirchhoff. Und auch Renato Augusto. Und dann kann es weitergehen mit Hälfte 2. Wie gesagt, Leon Goretzka muss reinkommen jetzt auf rechts für Jefferson Verfahren. Positionsgetreuer Wechsel, da ändert sich sonst nichts viel. Draxler und Huntelaar mit dem Anstoß. Und dann wollen wir auf den Ausgleich wenigstens das 1-1 mitnehmen. Das will uns vollkommen reichen. Huntelaar. Da ist Goretzka gleich mal am Ball. Goretzka kommt an Vertonghen, aber noch nicht vorbei. Augusto blockt gut ab und Ushida findet nochmal Goretzka. Nee, auch da Vertonghen mit dem langen Bein dazwischen. Adebayor. Lennon mit dem Seitenwechsel auf Dembélé. Büttner, gut gelöst. Draxler gegen Gareth Bale, von dem wir noch gar nichts zu sehen. Neben Star. Gareth Bale. Dempsey, Draxler, klasse. Und jawohl, nochmal. Stark nachgesetzt. Hat er gut gemacht. Julian Draxler, Augusto, schlechter Pass. Draxler fängt den Ball erneut ab. Huntelaar. Renato Augusto, Goretzka. Da ist er wieder. Leon Goretzka. Kommt da an Vertonghen, wieder nicht vorbei. In dem ist heute überhaupt kein Vorbeikommen. Ushida, klasse. Nochmal Renato Augusto, Leon Goretzka im Abseits. Schauen wir nochmal nach. Ja. Ganz knapp steht Goretzka da im Abseits. Macht ihn aber noch nicht rein. Hätte natürlich auch noch besser machen können. Freistoß Lloris, französischer Nationaltorhüter. Hat einmal klasse pariert gegen Huntelaars Kopfball vorhin. Mit Gareth Bale. Dembélé. Büttner. Klasse, wird gefoult selbst. Und jetzt gibt es den Freistoß für uns. Und wir werden auch nochmal wechseln. Michel Bastos wird rausgehen. Für ihn kommt jetzt Ricky van Wolfswinkel ins Spiel. Als zweite Spitze Draxler geht auf die linke Seite im Mittelfeld. Augusto Innocent bleibt auf der 10 jetzt hängen. Gucken wir auf die Taktik nochmal fix rein. Jawohl, das macht Renato Augusto. Angriffsseite, Mitte links. Mehr über Draxler, hier wollen wir jetzt kommen. Einsatz erhöhen wir. Auf volles Karacho. Pressing bleibt so, das machen wir nämlich ganz gut, das Pressing. In der Anwendung, das kann eigentlich so bleiben. Goretzka müssen wir nochmal gucken hier. Dribbling und steil gehen. Nicht unbedingt ins Dribbling. Bei Standards eher nach vorne. So, ist das in Ordnung. Aber bei Tacklings, da kann er auch noch ein bisschen mehr zu lang. Also, da kann er ruhig aggressiver werden. Schauen wir fix auf, auf den Laufweg von Goretzka. Der geht nicht ganz zur Grundlinie, der geht eher in den Strafraum. Draxler zieht so auch eher zum Strafraum. Aber defensiv mit nach hinten. Renato Augusto in die Mitte. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch die Chance zum Ausgleich haben, beziehungsweise dass wir auch die Chance nutzen zum Ausgleich jetzt. Gareth Bale, Kapitän von Tottenham, hat das Fouling gerade begann. Gibt Freischuss für uns und jetzt, wie gesagt, Ricky van Wolfswinkel. Jelle Vossen will ich dann noch nicht so ganz unter Druck setzen. Huntelaar. Renato, gut weitergeleitet auf Van Wolfswinkel, da ist er gleich. Van Wolfswinkel, ja, Goretzka hat nicht mitgedacht, kriegt ihn aber noch vor. Achso, Ekotto. Nee, Ekotto mit der Grätsche und lässt den Ball sogar drin. Kontermöglichkeit für Tottenham, rechte Seite von uns ist frei. Augusto, klasse geholt. Huntelaar, Goretzka, Van Wolfswinkel. War er im Abseits? Schauen wir nochmal nach. Ich glaube, das war gleich eine Höhe. Stunde ist rum, 1:0 liegen wir hinten. Natürlich noch nie, lange nichts verloren, aber Auswärtstor sollten wir schon mal erzielen. Das wäre das Wichtigste hier. Aaron Lennon. Lennon, Dempsey. Mit dem Seitenwechsel nochmal auf Dembélé. Kriegt er nicht. Einwurf für unsere Schalker. Das macht natürlich wieder Alexander Büttner dort. Draxler, Büttner. Weit nach vorne auf Kirchhoff. Weit nach vorne. Der haut nach vorne auf Goretzka. Der sucht Van Wolfswinkel. Van Wolfswinkel kommt nicht durch, der Pass. Dempsey, Adebayor, Draxler, wieder klasse. Also was der heute an zwei Kämpfen da gewinnt. Van Wolfswinkel. Vertonghen ist kein Vorbeikommen heute. Dembélé, Neustädter. Renato Augusto auf der 10, wo es heute einmal stark war. Van Wolfswinkel, jetzt kommt er vorher, Vertonghen. Jetzt jemand zweit nach außen abdrängen, spielt nochmal auf Draxler, sehr schön. Draxler könnte flanken, tut er auch, abgeblockt wird zur Ecke. Und auch wir nutzen das nochmal für den Wechsel. Draxler nehmen wir nicht runter, Ushida auch nicht. Wen bringen wir denn da jetzt rein? Das ist die große Frage. Jelle Vossen würde ich gern bringen, aber ich will das da im Mittelfeld nicht auflösen. Na doch, wir nehmen Renato Augusto runter. Nee. Nee, gut, nee, wechseln wir noch nicht. Sah ganz gut aus gerade. Jetzt gibt es also erstmal die Ecke. Hansa-Fan läuft auf und ab. Toivonen kommt jetzt rein bei Tottenham. Für Aaron Lennon, Ola Toivonen. Jetzt aber erstmal die Ecke durch Renato Augusto. Die dreht sich sehr schön, aber ist aber auch ein Ball für Hugo Lloris. Hätte er mehr auf den Meterpunkt kommen müssen, das Ding. Hugo Lloris, langer Abschlag. Dempsey. Adebayor müsste klar im Abseits gestanden haben. Jawohl, so ist es auch. Das war ganz klar. Gut, jetzt machen wir den Wechsel. Jetzt nehmen wir Renato Augusto auch runter. Für ihn kommt jetzt Jelle Vossen ins Spiel. Frischer Stürmer nochmal. Ist das von Wolfswinkel offen? Nee. Gut, dann Huntelaar in die Mitte. Von Wolfswinkel da vorne mit rein. Also, Vossen und von Wolfswinkel. Also, die drei sollen das da richten jetzt vorne. Hoffen wir mal, dass sie das auch hinkriegen. Ja, klar, abseits hier von Adebayor. Also Jelle Vossen, Winterneuzugang von Swansea City, hat schon mal gegen Tottenham gespielt. Hoffentlich kennt er sich da jetzt auch. Hilfe, das lange aber nach vorne. Von Wolfswinkel. Natürlich wollen wir nicht alles riskieren hier, das ist klar. Aber den Ausgleich würde ich hier schon gerne noch erzielen. Dempsey. Holpi auf Sigurðsson, der gerade eingewechselt worden ist. Wilfried Sigurðsson, der Ball ist unerreichbar für Clint Dempsey. Ushida. Goretzka verlängert ihn uns aus. Muss ihn noch was an der Taktik nochmal feilen. Und zwar das Pressing erhöhen wir doch nochmal. Spielmacher haben wir jetzt nicht mehr natürlich. Deswegen spielen wir jetzt auch vor allem über die Flügel. Und hier erhöhen wir das Pressing jetzt auf 70. Um halt eben nochmal eine Chance aufs Tor zu kriegen. Denn eine klare Torchance haben uns bislang ja nicht mehr rausgespielt. Hoffentlich schaffen wir es hier noch. Sicher ein 1-0 ist nichts schlimm, aber es wäre deutlich besser mit dem Auswärtstor. Damit lebt es sich doch deutlich besser im Rückspiel. Mora, langer Ball nach vorne. Ushida. Schlechte Ballannahme. Das fault Adebayor. Toivonen mit der Flanke. Büttner. Auch das hier nach vorne. Huntelaar sucht jetzt vom Auswinkel. Rechts Goretzka. Jawohl. Goretzka über rechts. Hat ganz viel Platz. Könnte flanken. Tut's auch. Aber ganz schlecht die Flanke. Das müssen wir viel, viel besser ausspielen. So eine Kontermöglichkeit. Neustädter gewinnt das Kopfball nicht. Adebayor sucht Dempsey. Der ist durch. Dempsey verfolgt von Ushida. Dempsey mit der Flanke. Die kriegt Sigurðsson auch. Sigurðsson, hören wir das vor. Adebayor dran. Da ist nochmal eine Kontermöglichkeit für uns vielleicht. Huntelaar sucht nochmal von Wolfswinkel. Der Jaffiele Vossen. Rami dazwischen. Das wird's gewesen sein. Sigurðsson raus auf Gareth Bale nochmal. Gareth Bale, jetzt bloß nicht mehr das 2-0. Büttner, von Wolfswinkel, Huntelaar. Kommt auch nicht an, also an diesen Vertonghen ist überhaupt kein Vorbeikommen heute. Überhaupt kein Vorbeikommen, ganz schwierig da. Adebayor jetzt, Adebayor! Glück, dass es hier nicht mehr mit zum 2-0 kommt. Also den Ausgleich, den haben wir heute auch nicht verdient. Schade, natürlich. Jetzt nochmal der taktische Wechsel dort. Michael Dawson kommt rein für Adil Rami. Mehr als dieses, ja, diese... Den Punkt haben wir uns halt einfach nicht verdient. Das war offensiv gesehen heute wieder nichts. Das neue System hat nicht so gefruchtet, wie ich es mir vorgestellt hatte. Da müssten wir wieder aufs alte System zurück. An 1-0 ist natürlich noch nicht die Welt für Tottenham. Die müssen noch weiter nachlegen, aber wir müssen erstmal was tun im Rückspiel. Wir müssen erstmal ein Tor. Ja, und obwohl ich hier nicht viel zu tun hatte, war Hugo Lloris der beste Mann bei Tottenham. Ist ja auch ein starker Torwart. Alexander Büttner war bei uns der Beste. Stärke 80 jetzt wieder erreicht, jawohl. Van Wolfswinkel war gar nichts, stimmt schon. Da hat Jelle Vossen doch wieder... Na gut, der hat auch nichts gezeigt. Schwierige Situation gerade im Sturm. Also gut, das neue System hat nicht ganz gut funktioniert und nach vorne ging einfach zu wenig. Muss man auch so sehen. Aber okay, was will man machen, ne? Schauen wir auf die anderen Ergebnisse hier im Achtelfinale der Champions League. Dortmund spielt zu Hause 2:2 gegen Juventus Turin. Die haben 2:0 geführt. Mirko Vucinic mit einem Doppelpack in der 4. und 14. Minute. In der 75. dann Julian Schieber mit dem Anschlusstor. Marco Reus in der 84. das 2:2. Da hat Dortmund wieder mal ihre Nehmerqualitäten bewiesen. Wir, wie gesagt, 1:0 Niederlage. Red Bull Salzburg 1:1 gegen Inter Mailand. Auch ein interessantes Ergebnis. Chelsea schlägt Paris Saint-Germain. Marco Marin schlägt dazu. Der spielt da sogar. Bayern gegen Menu 0:0. Neapel gegen Real Madrid 0:1. Lyon gegen St. Petersburg 2:1. Und Valencia gegen City 1:2. Also jetzt geht's gegen Werder Bremen beim nächsten Mal. Im Weserstadion. Ich mir ist aufgefallen, die Eintrittskarten wurden verbessert. Habe ich mir letztens ein Update runtergeladen vom Patch. Also die sieht man jetzt die Schrift besser. Das ist sehr schön. So, Verfahren hat eine Hüftverletzung, wird 12 Tage ausfallen. Fit ist der Spieler, ist bei uns Sebastian Härtner. Also der hat zwar auch mal verdient zu spielen, würde ich sagen. Der ist einfach stark zur Zeit. Ausbricht Verletzung, Verfahren. Ist auch nicht abgeschlossen. Bei den ganzen Mannschaften. So, dann müssen wir, glaube ich, mal... Können wir fix mal mit einem Garix reden, dass ich den vielleicht mal in der nächsten kommenden Woche jetzt... mal zur zweiten runterschicke. Ne, wir können gerade nicht reden, deswegen das ist nicht gut. Ah. Okay, er kommt in den Kader. Härtner bleibt auf jeden Fall im Kader. Höwe, das hat mir gar nicht gefallen, da jetzt mit dem Gegentor da. Sah nicht schön aus. So, wer wird rechts einspringen? Natürlich wieder Leon Goretzka. Für Verfahren. Na gut, dafür kommt dann Garix wieder in den Kader. Philipp Max wird... im nächsten Spiel in der zweiten wieder machen. Das nächste Spiel in der zweiten wieder machen. Okay, da müssen wir jetzt gleich dran denken, dass ich ihn da auch umstelle, wieder in der Aufstellung. So, gegen Werder Bremen geht es also danach das Rückspiel. Ja. Es wird interessant, Leute. Es wird ganz, ganz interessant. Werder Bremen auf Platz 10 zurzeit. Wir auf Platz 5. Bayern gegen Dortmund, das dicke Duell da. Also, das ist interessant, wie auf Platz 6 sind wir. Können wir einen Sprung machen? Ja, an Hannover können wir vorbeiziehen. Das ist der Sprung, den wir machen können. Mehr aber auch nicht. Gut, schauen wir fix in die zweite rein, dass wir Philipp Max da vorne aufstellen im Sturm. Ja, doch für Holzinger. Asamoah dahinter. Holzinger aber in den Kader. Zack. Was ist mit Heuberg eigentlich los? Der ist halt ganz schwach da. Für ihn wird dann Welsmüller reinrücken, dass Heuberg mal eine kleine Pause kriegt. So, so soll es denn aussehen. Für die zweite. So, und bei uns hier, höchster Formgewinn, haben wir hier David Lok, ja. Also, Verteidiger haben wir ein paar gute Nachwuchsspieler. Unser Kader für das nächste Spiel steht also. Hövedes, Papadopoulos steht in den Startlöchern. Also, Hövedes darf sich nicht noch mehr erlauben. Dann ist Papa wieder da. Kirchhoff macht das, wie gesagt, souverän. Der macht das wirklich einfach souverän. Und dann schauen wir nochmal auf die Taktik. Nochmal Goretzka müssen wir da ein paar was auf den Weg geben. Wir spielen aber Mitte links über Bastos dann mehr. Anwendungen fix machen hier. Leon Goretzka, wie gesagt, Tacklings, da kann auch ein bisschen offensiver reingehen. Ansonsten Dribbling nicht, eher bei Standards nach vorne. So, dann hoffen wir mal, dass es hier Erfolg ausgeht gegen Werder Bremen. Nach dem letzten Sieg gegen Wolfsburg. Danke fürs Zuschauen heute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.